Ich bin gefragt worden, woran erkennt man eigentlich einen guten oder einen schlechten Tierarzt? Hallo, ich bin der Henning, ich bin Tierarzt aus Leidenschaft, ich bin Tierernährungsberater und Tiergesundheitscoach. Ja, die Frage, woran erkenne ich einen guten Tierarzt oder einen schlechten Tierarzt, ist natürlich für einen Tierarzt eine sehr schwierige Frage. Die kann ich euch leider auch nur sehr subjektiv beantworten. Grundsätzlich würde ich aber sagen, die Chemie muss stimmen. Zwischen Tierarzt und Tier, zwischen dem Besitzer und auch dem Tierarzt. Früher habe ich gesagt, der Tierarzt muss zum Besitzer passen. Ich habe es mittlerweile umgedreht. Ich sage mittlerweile auch, der Besitzer und das Tier müssen auch zu mir passen. Eigentlich könnt ihr es in beide Richtungen drehen. Es muss einfach die Chemie stimmen. Ihr müsst einfach das Gefühl haben, ihr werdet ernst genommen. Eure Probleme werden ernst genommen. Eure Fragen werden entsprechend beantwortet. Auch vielleicht so, dass ihr sie versteht. Ich habe nichts davon, und ihr sicherlich auch nicht, wenn ich nur in Fachchinesisch rede. Wenn ich euch nur Fachbegriffe und irgendwelche lateinischen oder griechischen Erklärungen um die Ohren haue, ihr müsst es einfach aufbereitet bekommen, dass ihr versteht, was hat mein Tier, was muss ich jetzt tun. Auch finde ich es immer sehr sinnvoll, wenn ein Therapeut oder ein Tierarzt euch Optionen gibt. In manchen Fällen nicht möglich, aber immer dann, wenn es Optionen gibt, finde ich auch wichtig zu sagen, wir können das machen, wir können das machen, wir können das machen und das machen. Das würde ich vorziehen, aber wir haben auch noch andere Möglichkeiten. Oder wir fangen mal damit an und wir haben noch die Möglichkeit, das zu tun. Das finde ich persönlich ganz wichtig, aber das Allerwichtigste, und das ist sicherlich nicht zu toppen, ist euer Bauchgefühl. Fühle ich mich da gut aufgehoben oder nicht? Ausprobieren muss es jeder selber. Aber deshalb ist es auch, denke ich, ähnlich wie in einer Hundeschule. Macht einfach, wenn ihr ein neues Tier bekommt, einen Probebesuch beim Tierarzt. Außer ihr habt schon einen, wo ihr euch wohlfühlt. Ansonsten einfach mal bei ein, zwei Tierärzten mal einen Probebesuch machen und dort mal ein Leckerli geben und einfach mal gucken, wie ist denn der Tierarzt so. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Abonniert auch gerne den Kanal, dass ihr nichts verpasst. Und wir sehen und hören uns.